Ja, hier kommt das Video zu unserer Zeit in Seattle. Nachdem wir dann quer durch Washington gefahren waren, haben wir die große Stadt Seattle erreicht, wo ich ganz, ganz viele große Erwartungen hatte, weil die Seattle war die 90er-Stadt, Crunch und so weiter. Aber zunächst mal sind wir an unser Airbnb gefahren, super am See, und das sind die Aufnahmen davon. Hallo, wir sind hier in Seattle, wir haben ein sehr schönes Haus am Meer. Und ja, laufen jetzt an unserem Steg runter und gehen hier schwimmen. Die einzige Schwierigkeit ist nur, wieder aus dem Wasser rauszukommen. Aber das kriegen wir hin. Und wir waren shoppen. Und dann unser Nachbar hier drüben hat mal eben sein Wasserflugzeug da abgestellt, wie es aussieht. Cool. Ah, ist das schön kühl. Und wir waren auch schon schön shopping, wollte ich noch erzählen. Wobei wir mit Seattle insgesamt nicht so zufrieden waren, ehrlich gesagt. Sehr viele Junkies und Penner. Ja, und überall riecht es mittlerweile nach Hasch. Oder Pipi. Ja, wie man wahrscheinlich sieht, hat es uns da super gefallen. Deswegen haben wir auch wirklich viel Zeit da verbracht. Wetter war klasse, es war warm, man konnte direkt vom Haus runter. Wir würden da immer wieder wohnen. Es ist eine Ferienwohnung, wahrscheinlich nichts für Wochen, aber für ein paar Tage war es super, wenn auch nicht, ja, nicht so billig. Ja, natürlich sind wir dann auch nach Seattle reingefahren. Ich zeige euch jetzt hier mal den Besuch von der Innenstadt. Letztlich waren wir aber nicht so ganz geflasht. Es gibt diesen Pike Peaks Market, den wir uns angesehen haben. Und dann eben die Innenstadt von Seattle, die aber, naja, nicht so toll ist. Es laufen auch merkwürdige Typen rum. Deswegen haben wir das eigentlich dann bald wieder gelassen. Und am nächsten Tag waren wir eigentlich vor allem am See und Shopping. Also Seattle aus meiner Sicht überschaubar. Winkel, dass wir nach oben gekommen. Sonnenuntergang am See. Das war unsere Zeit in Seattle.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Video dann.